Wolf Fostel hat seinen Ort in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts gefunden. Der heute 61-jährige Künstler ist Pionier und Avantgardist des Happenings und der Fluxusbewegung von Videokunst und Environment. Unermüdlich forderte er die Integration der Wirklichkeit ins Kunstwerk. Er provozierte und revolutionierte unsere Vorstellungen von der Kunst. Gera widmet seinem Werk jetzt eine Ausstellung. Es ist Fostel als Kristallisationsfigur einer ganzen Kunstentwicklung nach 45. Es ist aber auch tatsächlich seine Thematik, seine engagierte Kunst, die mich interessiert, gerade hier am Geburtsort des ganz anderen Realisten Otto Dix, nicht weniger bösartig, nicht weniger kompliziert, nicht weniger Krämpfe verursachend wie Fostel. Ich habe die Absicht, dass diese Ausstellung hier Wellen verursachen wird. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre Gleichgültigkeit. Fostels Themen waren und sind die Widersprüche und Verrücktheiten der Gegenwart. Alles, was sie ihm bietet, nutzt er zur Kunst, zu Protest und Klage. Er demontiert und zerstört die Kult- und Lieblingsobjekte einer Gesellschaft, die im Luxuskonsum die alltägliche Gewalt und die Abweichung vom humanen Ideal zu ersticken und zu betäuben versucht. Ich habe bewusst eine Retrospektive geplant hier im Osten. Es ist ja die erste Ausstellung, die eigens von und für ein ostdeutsches Museum erarbeitet worden ist. Bewusst eine Retrospektive, um die Künstlerfigur Fostel zumindest in Ansätzen ahnbar zu machen, um das begreiflich zu machen, was ihn praktisch zu diesem international bekannten Künstler Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre gemacht hat. Und natürlich nicht zuletzt auch, um hier eine Art Aufklärungsarbeit zu leisten für das, was westeuropäische Kunstentwicklung in den vergangenen 3 oder 4 Jahrzehnten bereits geleistet hat und was hier doch in gewisser Weise auch nachgeholt, nachgeschaut, nachempfunden werden muss. Fostels Environments greifen die Brutalität auf, den Terror und die Gewalt, den Kampf der Nationen und Geschlechter. Der Künstler reißt die Fassade und Etikette der Wirklichkeit ab. Er legt die Unterschichten frei. Die Funde und Einsichten werden zum Objekt eingefroren. Das Happening verwandelt stille Empfindungen in taghelle Prozesse. 1972 blockiert Fostel einen Schlafwagen mit einer Betonmanschette, verfremdet die Abteile und zementiert während 24 Stunden eine nackte Frau teilweise ein. Die Intention war damals erstmal eine Skulptur lebender Mensch mit sterilem Beton zu zeigen, in Analogie auf diese ganze Betonwüste und der ganze Betonmythos in Berlin mit der Mauer. Dann aber auch aufzuzeigen, dass Beton vor dem Menschen keinen Halt macht. Das heißt, die Mauer lief über den Körper, überall. Fostels Arbeiten entwickeln sich aus dem Prinzip der Décollage, dem Auseinandernehmen und Auftrennen. Er entdeckt es für sich in den späten 50er Jahren. Als die westliche Welt sich heil und friedlich aufbauend gab, fühlte er sich aufgerufen, dem freudigen Schein das Terrorbild der Widersprüche und Verwischungen entgegenzuhalten. Unter jedem Plakat, hinter jeder Werbung verbirgt sich, was sie verschweigen und übertünchen müssen. Daraus gewinnen Fostels Arbeiten ihre kontinuierliche Energie, die auch durch die jüngsten politischen Ereignisse aufgeladen wird. Ich sehe zunächst keine DDR mehr. Ich sehe zunächst Menschen, wie du und ich, die eben jetzt mit dem westlichen Kunstbegriff, ja, und ich bin einer der veränderten, erweiterten westlichen Kunstbegriffe, bekannt wird. Und das wird zu einer inneren Auseinandersetzung führen, wie man sich mit einer Philosophie auseinandersetzt oder einer Sehweise. Es gibt in der westlichen Kunst unter den Künstlern eine Meinung, dass die Mona Lisa von Leonardo da Vinci eine größere Leistung war als die russische Revolution. Fostels Haltung und Figur ist nicht ohne Pathos. Elegisch sieht man auf die Avantgarde von damals. Im Namen eines humanen Ideals vom ungeteilten Leben versuchte sie den Ausbruch aus dem Ghetto der Ästhetik.
wollte die Kunst ins Leben öffnen. Unbeirrbar hielt Fostel fest an der Verpflichtung, die ein Velázquez und Goya ihm aufgaben, die Zerstückung des Menschen durch die Wirklichkeit aufzuzeigen, das Bewusstsein zu schärfen vom zerhackten Leben. Doch blieben Fostels Medien, Malerei, Skulptur und Kunst, blieb das Bild. Aber wie lange braucht es aus dem Leben zum Bild? Wie Picasso sagt, 10 Minuten und ein ganzes Leben. Hinter einem Bild steht immer ein ganzes Leben.